Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio. Hatten wir nicht letzte Runde noch Schlechtwetter hier draußen? Mann, ich habe doch aber gar keine Zeit vergehen lassen. Seltsam, seltsam, seltsam. Boah, soll uns nicht weiter aufregen, ne? Wir hatten ja hier noch was zu tun. Wir wollten noch eine Falltür finden. Ist die vielleicht oben drauf? Seltsam. Hier waren wir überall schon an den Seiten. Sieht schon fast so aus, als ob es hier irgendwo reingeht, nicht? Gib mal her den Kladderadatsch. Hier nicht? Hier nicht? Ich trage ja gleich das ganze Ding ab. Verstehst du? Die Lichter sehen auch geil aus, diese Lichtschlangen oder wie man das auch immer nennen möchte. Generator groß! Was gibt's denn hier Schönes? Was gibt's hier Schönes? Alles voll Schönes. Licht nehmen wir mit. So, wo geht's hier hin? Well. Viel zu viel Zeugs. Aber nee, das kannst du ja mal, aber ganz getrost, verstehst du? Hier T1 und so. Was man hier? Pflanzenbeet? Gehärteter Stahlblock S für kleines Raumschiff. Damit können wir doch wieder upgraden. Jawohl, ja, ja, jawohl, ja. Gehen wir gleich hier in die 7. Und so, was gibt's hier? Noch mal eine Mission. Gib mal den her. Gib mal den her. Jawohl, das deckt auch. Ich hab doch den Schalter angetatscht. Wofür ist denn der? Der ist doch nicht umsonst. Ein, aus. Was ist denn das? Hä? Quatsch. Hier hinten? Was? Was zeigst du mir damit? Dass es hier durchgeht. Aha, aha, aha. Oh! Oh! Schweinebacken hier, ey! Guck dir das an! Was hier alles drin rumliegt. Das müssen wir alles erst rausbringen. Alter, wenn du hier reingehst und gleich von beiden beschossen wirst, hier kommen auch noch etliche. Das ist ja mein Gang. Eine Falltür. Aber das sieht alles aus wie hochgehoben, ne? Krass. Das müssen wir erstmal ausladen. Komm, bring den hier vor. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Aber das haben sie geil gemacht. Das ist schön geändert. So, sprint, 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 sprint. Ja, nur hab dich mal nicht so. Komm, kannst dich ja gleich wieder erholen. Ich bin einfach nur zu faul. Nee, ist nicht an der schweren Rüstung. Ja, stell den mal hier. So, genau. Nein, nicht so. So. Kannst du den vorher nochmal drehen? Ja, danke. Na rein möchte ich auch noch kommen, ne? Also. So, schon eher. V nach vorne, F raus. Und, wie rum war denn das? Drücke mal P. Vielleicht muss man ja schon mal wieder auffüllen. Nicht, dass wir aus dem Himmel fallen. Und so, ne? Das kennen wir ja. Psst. Ja, ja, ja. Das muss raus. Das muss raus. Das sortieren wir dann zu Hause aus. Raketenwerfer können wir auch immer gebrauchen.
Dann machen wir das so rum. Naja, hat sich ja vollkommen gelohnt. Wieso habe ich dann die Pistole überhaupt noch dabei? Ach so, ich will die Munition alle machen, deswegen habe ich sie drin gelassen, um irgendwas aufzuschießen, wenn irgendwas aufzuschießen geht. Aber hier braucht man ja nichts aufschießen. Das ist richtig, da reicht auch eine Munition davon. Es sind immerhin 400 Schuss, ne? Die haust du ja wirklich einzeln raus. Zack, zack. Kann man die auffüllen. Hier nehmen wir auch noch ein Stick mit. Achso, das ist ja nicht Upgrade mit den Gehärteten. Ja. Da kannst du die auch rauspacken und packst den Sprengstoff dahin. Aber jetzt machen wir los. Hier. Es wird bald dunkel. Nicht. Hier haben wir auch noch was zu looten. Fluxspule, verbesserter Konstruktor, den könnten wir aufbauen, zerlegen. Dann hätten wir auch wieder noch mehr Spulen. Also Stromspulen, 2 Stück. Oder stellen den selber auf den Konstruktor. Ach ja, das Ding. Das lohnt sich jetzt hier richtig. Hier ist richtig was drin. Naja, komm, damit können wir so selber. Ja. Und nee, hier geht's raus. Da muss das mal drauf kommen hier mit diesen. Ach Quatsch, die brauchen wir noch. Jawohl, da ist auch noch Sprengzeugs drin. Geil gemacht, geil gemacht. Da können wir uns gleich auf die andere freuen. So, gib mal her, Elbert. Und dann kannst du. Sauerstoffstation brauchen wir nicht. ATM brauchen wir nicht. Da reicht der eine, den wir haben. Offline-Geschütz brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keinen Fensterblock. Das bauen wir uns selber, wenn wir es haben. Frachtboxblöcke. Ja, die mal. Sprengstoff brauchen wir. Kabel brauchen wir. Artilleriegeschütz. Eins wäre gar nicht immer so schlecht, ne? Wir machen guten Schaden für extremste Reichweite. Ach, klatsch es in den Lückeren, das machst du richtig. Na gut, zumindest ist es schon mal nicht komplett falsch. Ach, hier ist auch noch mehr. Siehst du mal, kann man alles mitnehmen. So, mit dem Gerät geht das uns auch schnell. Was bist du denn? Gehärtete Stahlplatten? Bauen. Der verbraucht doch kaum was. Glück! Wir können upgraden. Wie viele haben wir? 165. Hui, 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 hui. Austauschen, rotieren, nein, upgraden. Machen wir Licht zu einem Mann. Hier hat man, ne? Jo, ist das cool. Und dann fliegt es nicht mehr was zu schwer aus. Wir fallen auch noch nicht aus dem Himmel. Hoffe ich schon. Bam, bam. Bam, 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 bam. Genau. Bam. Dann müssen wir mal rein. Stoppen. Drücken wir V. Sind wir schon weit genug draußen? F. V. Das ist sehr weit. Ja. Jetpack. Danke.
Habe ich da wirklich das RCS da unten ungeschützt? Bah, das kann auch nicht RCS sein. Was ist RCS? Dümmer geht's immer. Gib mal Jetpack. Jawohl. Und. Jawohl. Und. Habe ich natürlich gerade erst die Blöcke weggepackt. Ja, ja, dümmer geht immer. Hat man doch gerade erst. So, und da ich ja mit dem so viel Jetpack habe, dass es gleich aus ist. Oh. Schweins gehabt. Y, V, F. Nee, V, genau. So, dann kannst du mal alles rauspacken. Was bist du denn eigentlich? Großes Raumschiff Basis T2. Ist das der mit 2x3? Ne, 1x2x1. Ist der nicht schon besser? Ach ne, das ist. Zeig ich mal F3. Wir haben Level 25, Mensch, wir könnten doch jetzt eigentlich komplett durchscalen. Artilleriegeschütz. Jo, das ist. Erstmal Weapons. Laserpistole. Das macht dir 85 Damage. Aber LS-Ladung. Brauchen wir wieder andere Ladung. Lasergewehr. Immer her damit. Tools. Haben wir alles. Hier haben wir alles. Jo, haben wir alles. Tools haben wir alles. Misk. Haben wir auch alles. Hoover. Oh, das geht mir noch nicht so. Zack, Artilleriegeschütz. Zack, RCS. Schubdüsen, 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 Schwebesystem und Boostersystem. Brauchst du, damit du auch hochkommst. Noch ein Schwebesystem 2x2. Frachtbox für Erze und Holz. Der sammelt dann automatisch. Mit dem Holzernter kommt es dann hinten rein. Mit dem Bohrer kommt es dann auch dort hinten rein. Bohrgeschütz. Nice. Andockplatte. Brauchen wir alles, alles ganz wichtig. Schubdüsen haben wir alles. Hier haben wir auch alles. Capital Vessel. Gib mal Cockpit. Jawohl. Warp-Eintrieb. Warp-Eintrieb. Das ist der Treibstofftank sozusagen. Für den Warp-Eintrieb. Dafür braucht man denn diesen blauen Kristall. Jetzt nur noch Pentaxid genannt. Kanonengeschütz. Wie geht das? Raketenwerfergeschütz auf. 800 Meter. Ja. Der wirft Raketen nach vorn. Richtig. Artilleriegeschütz. RCS. Schubdüsen. 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 Und Schubdüsen. 800 Meter. Meganewton. Na klar. RCS für noch mehr Tonnen Drehmoment. Denn Fahrwerksblöcke braucht das Ding auch. Jawohl, Reparaturstation. Die könnte man auf Basis auch mal bauen, ne? Die Reparaturstation. Warte, ich habe noch 25 Punkte. Nein, nicht, dass jetzt noch irgendwas fehlt. Nein, wir haben schon alles. Daddy ist spitze. Muss ich nochmal hochhüpfen, damit man mir das auch glaubt. So, das kannst du mal essen. Mach doch mal wieder Licht ein. Haben wir hier ein einzelnes? Haben wir nicht rumstehen? Nein. Gut. Dann kannst du ja noch mal eins essen. Großes Medikit heben wir uns auf. Dafür haben wir jetzt die 250 und 100. Dann kann ich die erstmal rauspacken. Dann nimm mal wieder was Gefährliches in die Hand, damit wir so aussehen als ob. Und dann fliegen wir mal zur nächsten Basis. Nee, Bunker nicht. Basis. 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 Was hier uns so erwartet.
Wasser wartet, ne? Was erwartet? Wasser wartet. Wo geht's denn hier überhaupt rein? Hier war ja noch was. So, die sind fort. Die sind fort. Hier ist nichts mehr? Doch. Da reicht der Sprengschaden. Hier unten war mal. Da vorne geht's rein. Heißt, wir gehen hier runter. Mit dem Gunter. Ach nee, das ist ja der Lück. Jetzt mal ein bisschen zurück, den Lück. Y, V, F. Dann gucken wir mal hier raus. Die gefährliche Waffe haben wir noch hin. Das Licht machen wir ein. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Runde vielleicht wieder zu Empyreon Galactic Survival von Illion Game Studio in der Alpha 6. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.